Guten Morgen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst in der Zionskirche. Willkommen allen, die hier sind, allen, die von zu Hause zuschauen. Lasst uns gemeinsam Gottes Wort feiern an diesem ersten Sonntag nach Trinitatis. Unser Missionsauftrag ist, dass wir berufen sind, ein einladendes Heim für alle Menschen zu sein, indem wir Gottes Wort und Segen mitteilen. Wir machen das diese Woche in unserem Treffen von Jesus Justice Drinks. Wir laden alle herzlich ein zu einer Unterhaltung am Mittwochabend um 7. Einige Leute bringen immer Bier oder Wein mit oder was zum Naschen oder auch Brause. Und wir unterhalten uns um ein Thema, wo Glaube und soziale Probleme sich treffen. Diese Woche reden wir über den Hunger unter unseren Mitmenschen. Am Freitag ist Bratz und Bier im Garten und wir haben so einen Tag wie heute bestellt. Hoffentlich haben wir schönes Wetter. Wir laden alle ein, sich da im Garten zu treffen zwischen 4 und 8. Und wenn Sie helfen können, würden wir uns darüber auch sehr freuen. In dieser Zeit zwischen Flag Day und July 4th haben wir immer die historischen Fahnen von Maryland und den Vereinigten Staaten. Dies sind die verschiedenen Fahnen, die die Geschichte der Zionskirche begleitet haben. Ein bisschen mehr Information darüber ist in Ihrer Gottesdienstordnung. Einen herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen allen Vätern unter uns. Alles Gute zum Vatertag und vielen Dank für die Arbeit, die Sie geleistet haben, um Söhne und Töchter und oft noch andere Kinder zu erziehen, zu begleiten und zu Erwachsenen heranwachsen zu lassen. Heute lesen wir, wie der Apostel Paulus verkündet, dass unter Gottes Volk alle Menschen gleich sind. Und dann Jesus heilt einen Besessenen und bringt ihn in dieses Volk der Gleichberechtigung und Liebe. An diesem Juneteenth-Tag, wo das Ende der Sklaverei in Texas gefeiert wurde, und in Anbetracht der vielen Probleme, die wir täglich in den Nachrichten sehen, ist das tatsächlich gute Nachricht zu wissen, dass Jesus uns liebt, uns in eine Gemeinschaft der Liebe einlädt und uns hilft, Dämonen auszutreiben. Möge Gottes Segen uns begleiten in diesem Gottesdienst.
Gesegnet sei die heilige Trinität, ein Gott, dessen Güte währet ewiglich. Amen. Lasst uns vor Gott voreinander die unsere Sünde bekennen. Gnädiger Gott, wir bekennen, dass wir deinem Weg nicht gefolgt sind, sondern unseren eigenen Pfad gewählt haben. Statt anderen den Vorrang zu geben, wollen wir selbst die besten Plätze am Tisch erangeln. Wenn wir auf Menschen in Not treffen, gehen wir zu oft an ihnen vorbei. Setze uns auf den Pfad des Lebens, errette uns von uns selbst und befreie uns dazu, unseren Nächsten zu lieben. Amen. Hört die gute Botschaft. Gott handelt nicht mit uns nach unseren Sünden, sondern mit freundlicher Barmherzigkeit. Im Namen Jesu Christi sind eure Sünden vergeben. Ihr seid frei zu lieben, wie Gott liebt. Amen. Lasst uns beten. Herr Gott, wir bringen dir die Klagegeschreie einer trauernden Welt. In deiner Barmherzigkeit befreie uns von den Ketten, die uns fesseln. Verteidige uns gegen alles Böse durch Jesus Christus, unseren Heiland und Herrn. Amen. Bitte setzen Sie sich. Galater 3, Verse 23 bis 29. Ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der dann offenbart werden sollte. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid,
habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Hier endet die Lesung. Das Evangelium nach Lukas im 8. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Und sie fuhren weiter in die Gegend der Gerasener, die Galiläa gegenüberliegt. Und als Jesus ans Land trat, begegnete ihm ein Mann aus der Stadt, der hatte böse Geister. Er trug seit langem Zeit keine Kleider mehr und blieb in keinem Hause, sondern in den Grabhöhlen. Als er aber Jesus sah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und rief laut: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn des Allerhöchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Denn er hatte dem unreinen Geist geboten, aus dem Menschen auszufahren. Denn der hatte ihn lange Zeit geplagt. Er wurde mit Ketten und Fesseln gebunden und gefangen gehalten, doch er zerriss seine Fesseln und wurde von dem bösen Geist in die Wüste getrieben. Und Jesus fragte ihn: Wie heißt du? Er antwortete: Legion, denn es waren viele böse Geister in ihn gefahren. Und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebiete, in den Abgrund zu fahren. Es war aber dort auf dem Berg eine große Herde Säue auf der Weide. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in die Säue zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die bösen Geister von den Menschen aus und fuhren in die Säue. Und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See und ersoff. Als aber die Hirten sahen, was da geschah, flohen sie und verkündeten es in der Stadt und den Dörfern. Da gingen die Leute hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die bösen Geister ausgefahren waren, sitzend zu den Füßen Jesu, bekleidet und vernünftig, und sie erschraken. Und die es gesehen hatten, verkündeten ihnen, wie der Besessene gesund geworden war. Und die ganze Menge aus dem umliegenden Land der Gerasener bat ihn, von ihnen fortzugehen, denn es hatte sie große Furcht ergriffen. Und er stieg ins Boot und kehrte zurück. Aber der Mann, von dem die bösen Geister ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus schickte ihn fort und sprach: Geh wieder heim und sage, wie große Dinge Gott an dir getan hat. Und er ging hin und verkündete überall in der Stadt, wie große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, o Christus. Wir antworten auf das Evangelium mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Bitte setzen Sie sich. Jesus überquert den See von Tiberius und landet im Land der Gerasener in einer bukolischen Szene. Sanftes, flaches Ufer, sanfte Hügel, Schweine und anderes Vieh auf den Weiden, Dörfer verstreut in der Landschaft. Es sieht so friedlich und pastoral aus. Allerdings, wie Jesus sofort entdeckt, leben Dämonen unter der Oberfläche. Mein Schwiegervater hat ein interessantes Buch mit dem Titel »Die gute alte Zeit, sie war furchtbar«. Ein Kapitel nach dem anderen beschreibt unsere Vorstellung von dem wunderbaren Leben in der Vergangenheit und untersucht dann, wie die Realität aussah. Ja, viele Menschen lebten auf Bauernhöfen und aßen gesunde Nahrung, aber sie hatten auch ihren Brunnen direkt neben dem Misthaufen und dem Plumpsklo. Ja, sie kannten viele Hausheilungsmittel, aber sie konnten auch an einem rostigen Nagel sterben. Ja, sie hatten große, enge Familien, aber sie schliefen auch mit 4 Personen in einem Bett. Das äußerlich idyllische Bild hatte eine Schattenseite. Das scheinbar friedliche Leben erforderte einen Preis. In meiner ersten Gemeinde war eine sehr unabhängige, unverblümte Frau in ihren 80ern. Eines Tages unterhielten wir uns über Scheidung. Die meisten Menschen in ihrem Alter betrauern die Zeiten, als Ehen fürs Leben geschlossen waren. Sie aber nicht. Sie gab zu, dass einige Paare zu schnell aufgeben. Aber insgesamt, sagte sie, freue sie sich über die Tatsache, dass Frauen jetzt ihre eigenen Karrieren und ihr eigenes Einkommen haben und nicht mehr von Männern abhängig sind. Daher brauchen sie, sich Misshandlung von Männern nicht mehr gefallen zu lassen. Sie können die Ehe verlassen und ihr eigenes Leben beginnen, und das sei gut so. Sie hatte etwas Wahres ausgesprochen. An der Oberfläche scheint die Zeit lebenslanger Ehen besser und stabiler zu sein. Aber unter der Oberfläche wohnen Dämonen. Der scheinbare Friede wurde von Frauen bezahlt, die durch ihre finanzielle Abhängigkeit an schlechte Ehemänner gefesselt waren. Ja, so oft verkleidet der oberflächliche Eindruck eine schmerzliche Wahrheit. Familien, Therapeuten wissen das nur zu gut. Eine Familie kommt mit 3 Kindern und die Eltern zeigen auf eins der Kinder und sagen, er ist der Grund, dass wir hier sind, er ist außer Kontrolle, er ist der Wilde, bring ihn auf Vordermann. Was aber im Gespräch herauskommt, ist, dass das Kind guten Grund zur Rebellion hat, denn die ganze Familie ist krank. Vielleicht gibt es Missbrauch oder vielleicht ist ein Elternteil Alkoholiker und all die anderen Familienmitglieder haben ihr Benehmen entsprechend angepasst. Die Mutter beschirmt des Vaters Sucht, die Schwester hat gelernt, unsichtbar zu sein, der Sohn bleibt so oft wie möglich von zu Hause weg und es ist der Jüngste, der sich weigert, die Dysfunktion zu akzeptieren und rebelliert.
Als Resultat wird er zum Sündenbock. Alle können sich auf das Problemkind konzentrieren. Er ist das schwarze Schaf. Und solange sich alle um ihn kümmern müssen, können sie ihre eigenen Probleme ignorieren, ihre eigenen Dämonen. Die Familie bleibt stabil in ihrer Dysfunktion, weil das Sündenbockkind den Druck ablässt. Leider ist dieses Verhalten nur zu häufig. Wir halten unsere Balance und Frieden aufrecht, indem wir andere anketten. Wir suchen nach Sündenböcken, wenn unser Friede und unsere Stabilität gefährdet sind. Wir sehen die Armen und Obdachlosen und finden Wege, die für ihr Los zu beschuldigen. Die nehmen bestimmt Drogen, die könnten einfach einen Job suchen, sie sind bestimmt faul. Und so machen wir sie zu Sündenbocken. Und dann müssen wir nichts tun, um die Situation zu ändern. Friede und Sicherheit sind uns erhalten. Wir brauchen Opfer, um uns gut zu fühlen, um unseren Stellenwert zu kennen. Um sagen zu können, immerhin sind wir nicht wie die, um die Aufmerksamkeit der Gemeinschaft auf sie zu konzentrieren, sodass wir unsere eigenen Dämonen ignorieren können. Der Friede und die Stabilität der Gesellschaft werden von den Leiden und den Ketten der Sündenböcke getragen. So ist es heute und so war es in Jesu Tagen, so war es im Land der Gerasener. Die Gerasener hatten ihren Sündenbock, der Besessene, der Verrückte, der nackt in den Gräbern haust. Das ganze Dorf war vereint in seiner Bemühung, diesen Verrückten zu kontrollieren. Auf ihn aufpassen war die Gemeinschaftsaufgabe und andere Probleme im persönlichen oder dörflichen Leben können darüber vernachlässigt werden. Es herrscht Friede im Land der Gerasener. Ein Friede, der von den Ketten und dem Wahnsinn des Besessenen bezahlt ist. Weder die Dorfbewohner noch der Besessene können sich die Situation anders vorstellen. Es ist ein geschlossenes System, wo jeder seine Situation hat, jeder seinen Platz kennt und zu schade um den Besessenen. Dann kommt Jesus. In dem Moment, wo er ans Ufer schreitet und diese scheinbar bukolische Welt betritt, spürt er die Gegenwart des Bösen. Dämonen leben unter der Oberfläche dieses Scheinfriedens. Mit Dämonen leben ist nicht das volle Leben, das Gott für alle seine Kinder will. Es ist nicht Leben im Reich Gottes. Jesus vertreibt Dämonen, wo immer er sie antrifft, und er tut es auch jetzt. Die Legion von Dämonen fahren aus dem Mensch aus, gehen in eine Schweineherde und ertränken im See. Alle Dämonen sind beseitigt. Was ist das Ergebnis? Der ehemals Besessene sitzt Jesus zu Füßen. Er ist bekleidet und hat klaren Verstand. Wie ein Jünger sitzt er zu Füßen seines Herrn und Heilands. Er ist ruhig und hat Frieden gefunden. Das Gegenteil ist der Fall mit den Dorfbewohnern. Die sind in Aufruhr. Interessanterweise ist der Aufruhr nicht wegen des Verlustes einer ganzen Herde von Schweinen. Kein Mensch erwähnt das. Sie sind im Aufruhr, weil Jesus ihren Sündenbock weggenommen hat. Damit hat Jesus das ganze System aus dem Gleichgewicht gebracht, die ganze Balance, an die sie sich gewöhnt hatten. Die Dorfbewohner reagieren auf den Verlust ihres Sündenbockes und damit auf ihren Frieden mit Angst. Ohne die Ablenkung durch diesen besessenen Mensch werden jetzt alle möglichen Probleme hervortreten. Alle möglichen Dämonen kommen an die Oberfläche. Jesu Exorzismus hat alles verändert. Die Dorfbewohner haben Angst vor dieser neuen und unbekannten Situation. In ihrer Angst fragen sie Jesus nicht um Hilfe. Im Gegenteil, sie bitten Jesus zu verschwinden. Auf gewisse Weise wird Jesus zum neuen Sündenbock. Es ist alles seine Schuld. Er muss weg. Diese Geschichte
fragt uns einige tiefe und unbequeme Fragen. Wer sind die Sündenböcke in unserer Gesellschaft? Wer bezahlt den Preis für unseren Scheinfrieden? Sind es die Armen oder Obdachlosen, die Einwanderer oder Homosexuelle, Muslime oder Atheisten? Wer sind unsere persönlichen Sündenböcke? Über wen beschweren wir uns Tag ein, Tag aus und vernachlässigen darüber unsere eigenen Angelegenheiten und Verantwortungen? Ist es das Problem Kind oder Ehepartner oder Elternteil? Ist es der Boss oder die Kollegin? Ist es Politiker oder Konzerne? Wen beschuldigen wir für alles, was schlecht geht, auf das wir uns selbst nicht ändern müssen? Und schließlich, wer sind die Dämonen in unserem eigenen Leben, die wir nicht anerkennen wollen? Schulden, Drogen oder Alkohol oder eine andere Sucht, Gier oder Neid, Vernachlässigung von Familienmitgliedern, eine alte Sünde mit ihrer Scham und Schuld? Welche Dämonen besessen uns und werden uns, wenn wir nicht aufwachen, zur Zerstörung treiben, wie Schweine, die im See ersaufen? Unser Evangelium fragt uns echt schwierige Fragen, aber unser Evangelium zeigt uns auch den Weg zum echten Frieden, den Weg zur Erlösung. Wir finden ihn, wo der Besessene ihn fand, zu Füßen unseres Heiland Jesus Christus. Jesus hat die Macht, Dämonen auszutreiben, und er wird uns beistehen, wenn wir mit unseren Dämonen ringen. Er wird uns die nötige Liebe geben, Liebe für uns selbst und Liebe für die Sündenböcke dieser Welt. Er wird uns den nötigen Glauben geben, Glauben an seine Erlösungskraft. Er wird uns den nötigen Mut geben, Mut, das Gleichgewicht in unserem Leben und in unserer Gesellschaft umzustürzen, auf das neue und gesündere Balancen gefunden werden können. Er wird uns die nötige Vision geben, eine Vision von einem Leben ohne Dämonen und Sündenböcke, wo alle Menschen gleich sind, wo es nicht Jude noch Grieche gibt, nicht Sklave noch Freier, nicht Mann oder Frau, nicht Opfer noch Kerkermeister. Er wird uns die nötige Hoffnung geben, Hoffnung auf einen echten Frieden, ein Friede, der nicht vom Schmerz anderer bezahlt wird, sondern ein echter Friede für alle Menschen und alle Kreatur ist. Jesus gibt uns all diese Gaben, Kraft, Glaube, Mut, Vision, Hoffnung und so viel mehr. Er gibt sie uns durch sein Wort in der Bibel, durch Geschichten von Befreiung und Erlösung wie heute. Er gibt uns diese Gaben im Abendmahl, wo er uns in Brot und Wein trifft und seine Gegenwart sichtbar und spürbar wird. Und wo er uns um einen Tisch versammelt, als Beispiel von Gottes Plan für menschliche Gemeinsamkeit. Jesus verstärkt unser Glauben, verstärkt diese Gaben durch Zeugnis von Menschen, die seine befreiende Gnade selbst erlebt haben. In der Geschichte sendet Jesus den ehemaligen Besessenen in sein Dorf, um allen zu verkündigen, was Gott für ihn getan hat und wie es sein Leben verändert hat. Jesus schickt solche Zeugen auch in unsere Dörfer und Städte. Wir haben sie heute unter uns. Menschen, die angekettet waren durch Vorurteile, durch Krankheit oder Behinderung, durch Sucht oder Rassismus, durch Misshandlung oder schädliche Beziehungen. Und die dann die befreiende Kraft Jesu erlebt haben, der sie in eine Gemeinschaft ohne Opfer und Sündenböcke gebracht hat. Wir haben solche Menschen heute hier. Fragt sie nach ihren Erfahrungen. Ich habe solche Geschichten gehört von Schwarzen und von Homosexuellen, von Menschen mit Behinderung oder Depression, von Menschen mit fremden Akzenten wie ich selbst. Wir können beschreiben, wie es sich anfühlt, durch Vorurteile angekettet zu sein. Und wir können davon erzählen, wie wunderbar es ist,
die Befreiungskraft Jesu zu erfahren durch seine Nachfolger, den Leib Jesu, die Kirche, wo alle Menschen uns lieben und willkommen heißen und wo wir die Freiheit haben, wir selbst zu sein und unsere Gaben voll einzubringen. Jesus hat Dämonen ausgetrieben und er tut es noch immer in unserer Welt. Wenn er ans Ufer unseres Lebens, unserer Gemeinde, unserer Gesellschaft tritt, lasst uns ihn und seine Hilfe willkommen heißen. Lasst die Angst vor dem Unbekannten uns nicht dazu treiben, Jesus zu bitten, alles beim Alten zu belassen und wegzugehen. Stattdessen wollen wir uns auf seine Kraft verlassen und der Verheißung glauben, dass das Neue, das Jesus bringt, so viel besser ist. Eine heilsame Gesellschaft voll gegenseitiger Liebe, mit wahrem Frieden und Befreiung für alle. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Mit euch. Friede sei mit dir. Lasst uns einander ein Zeichen des Friedens geben. Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Bitte setzen Sie sich, wenn wir jetzt unsere Kollekte einsammeln. Jesus baut das Reich auf, wo es keine Griechen noch Juden, keine Männer noch Frauen gibt, sondern wo alle gleich sind. Unsere Kollekte arbeitet daran, das in der Welt in die Wahrheit umzusetzen. Wir haben eine Gruppe von Leuten, die sich regelmäßig trifft und Lunchpakete für die Obdachlosen zusammenpackt. Die geben wir an Leute, die entweder hier zur Kirche kommen oder wir ermutigen unsere Mitglieder, die mitzunehmen und an die Leute auszuhändigen, die an den Straßenecken betteln. Das ist eine sehr kreative und reale Art, in der wir helfen.
alle Menschen zu befreien vom Hunger. Danke für Ihre Gaben. Alle Menschen in Not und Gottes Schöpfung beten. Gnädiger Gott, wir beten für die Kirche. Erhalte sie in Treue zu dir, sodass dein Volk in der Welt Zeugnis gibt und fröhlich verkündigt, was du alles in Jesus Christus für uns getan hast. Gemeinsam beten wir, guter Gott, erhöre uns. Wir beten um Harmonie unter allen Menschen, zwischen Rassen und Religionen, sozialen Gruppen, politischen Parteien und Nationen. Du berufst uns, in Christus eins zu sein. Lass uns in dieser Einheit leben und der Welt zeigen, wie Menschen in Frieden miteinander leben können. Gemeinsam beten wir, guter Gott, erhöre uns. Wir beten für das Wohlergehen deiner Schöpfung. Pflege und versorge Pflanzen und Tiere, Land, See und Himmel. Erneuere die Lebenskraft von Land und Wasser, wo menschlicher Missbrauch oder Naturkatastrophen Schaden angerichtet haben. Gemeinsam beten wir, guter Gott, erhöre uns. Wir beten für die Nationen. Arbeite mit Regierungen, karitativen Organisationen und lokalen Partnerschaften, um die Kraft des Bösen zu vertreiben. Stifte dein Leben und deinen Frieden unter uns und in der ganzen Welt. Segne alle, die verstoßen oder beschuldigt werden und unter dem Hass anderer leiden. Gemeinsam beten wir, guter Gott, erhöre uns. Wir beten für alle, die in Leib oder Seele leiden. Stehe denen bei, die mit Dämonen aller Art kämpfen. Kleide sie in Christi Freiheit und Heilung. Wir beten vor allem für David, Heidi, Barry, die Opfer der Schussgewalt, vor allen Dingen in Smithburg, Helga, Kenneth, und alle, die wir jetzt laut oder leise vor dir nennen.
Gemeinsam beten wir, guter Gott, erhöre uns. Wir beten für diese Gemeinde. Verankere und erneuere unseren Glauben. Stärke unsere Gemeindearbeit und begleite diejenigen, die sich auf die Taufe vorbereiten. Segne alle Väter und alle, die väterliche Fürsorge geben, dass sie die Kinder in ihrer Obhut mit Liebe großziehen. Gemeinsam beten wir, guter Gott, erhöre uns. O Gott, du hast die Seligen in deine Gegenwart gerufen. Versammle uns mit ihnen in deinem Reich, in der Verheißung des ewigen Lebens mit dir. Gemeinsam beten wir, guter Gott, erhöre uns. Wir erheben unsere Gebete vor dir, o Gott, im festen Vertrauen, dass du uns erhörst, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet eure Herzen, wir erheben sie zum Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wahrhaftig würdig ist es und recht, dass wir dich, ewiger Gott, immer und überall loben und dir danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihn hast du gesandt zum Heil der Welt. Durch seinen Tod haben wir Vergebung der Sünden und durch seine Auferstehung das Leben. Darum loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte und fürchten dich alle Gewalten. Dich preisen die Kräfte des Himmels mit einem heiligen Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen und bekennen ohne Ende. Des Himmels und der Erde. Du hast dich über deine Geschöpfe erbarmt und Jesus Christus gesandt zu unserer Erlösung. Wir bitten dich, barmherziger Gott, sende deinen Heiligen Geist, damit wir in diesem Brot und diesem Kelch Anteil bekommen an dem Leben, das in Jesus Christus erschienen ist. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm das Brot, dankte und brach es und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, dankte, gab ihnen den und sprach: Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Wir danken dir, Vater unseres Herrn Jesus Christus, für alles, was du durch ihn für unser Heil getan hast. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Gemeinsam beten wir, wie Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. Jesus Christus, vom Tode auferstanden, lädt alle an seinen Tisch ein. Halleluja! Kommt zum Festmahl. Amen. Alle sind eingeladen an den Tisch des Herrn. Wenn Sie lieber in Ihrer Bankreihe Abendmahl feiern, lade ich Sie jetzt ein, Ihr Communion Kit in die Hand zu nehmen und das Brot rauszuholen. Christi Leib für dich gegeben. Leib und Blut Christi erhalte euch in einem festen Glauben zum ewigen Leben. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Lasst uns beten. Lebensspendender Gott, in diesem Mahl hast du unsere Wunden verbunden und uns mit deiner Gnade gespeist.
Sende uns nun fort, um für andere zu leben, sowohl Freund als auch Fremder, auf dass alle deine Liebe erfahren, um Jesu Christi willen, unseres Heilands und Herrn. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott sei gedankt.